In Brasilien läuft die Stichwahl um das Präsidentenamt. Mehr als 150 Millionen Menschen sind aufgerufen, sich zu entscheiden zwischen dem rechtsextremen Amtsinhaber Bolsonaro und dem linken Ex-Staatschef Lula da Silva. Lula hatte die erste Runde Anfang des Monats für sich entschieden, allerdings weniger deutlich als erwartet. Mit dem Ergebnis wird in der kommenden Nacht gerechnet. Und darüber spreche ich nun mit meinem Kollegen Matthias Ebert in Sao Paulo. Die Wählerinnen und Wähler haben also die Wahl zwischen rechts und links. Wen werden denn laut Meinungsumfragen die Bürgerinnen und Bürger der Mitte wählen? Ja, Lula da Silva, der linke Kandidat, liegt leicht in Führung bei den Umfrageinstituten. Aber diese Umfragen sind mit Vorsicht zu genießen. Denn im ersten Wahlgang haben wir gesehen, dass sie häufig sehr daneben lagen. Manchmal mehr als 10%. Bolsonaro war im ersten Durchgang deutlich stärker als von allen Umfragen prognostiziert. Und deswegen muss man sagen, ist Lula hier leicht favorisiert. Aber es ist ein knappes Rennen. Und am Ende könnten es nur 1, 2 oder 3 Prozentpunkte sein, die zwischen den beiden liegen. Was könnte sich denn für Brasilien ändern nach dieser Wahl? Können wir beide Optionen kurz durchspielen? Sollte Bolsonaro wiedergewählt werden, dann wird er seine wirtschaftsliberale Agenda weiter fortführen. Das heißt, die Privatisierung großer Staatsbetriebe vorantreiben. Er will auch eine rigidere Haushaltspolitik betreiben als Lula. Und darüber hinaus, klar, wird der Amazonas weiterhin abgeholzt werden. Denn Bolsonaro hat sich auf die Seite von Goldgräbern und Holzfällern geschlagen und der großen Agrarbetriebe. Das heißt, ihm ist die Amazonas-Abholzung in dem Fall wichtiger als der Klimaschutz, auch wenn er oft anderes behauptet. Auf der anderen Seite, wenn Lula gewählt werden würde, will er Arbeitnehmerrechte stärken, was manche in der Wirtschaft verschreckt, weil sie höhere Kosten auf sich zukommen sehen. Er will Brasilien wieder aussöhnen miteinander, im Gespräch sein mit allen Partnern, denn da hatte Bolsonaro doch sehr polarisiert in den letzten 4 Jahren. Und Lula will auch die Ausgaben verstärken, die staatlichen Ausgaben, was einige verschreckt, andere befürworten, denn damit will Lula die Armut bekämpfen und den sozial Schwächeren helfen. Also 2 unterschiedliche Programme, die beide anbieten, und deswegen ist es ein Richtungsentscheid hier in Brasilien. Spiegeln diese 2 gegensätzlichen Lager denn auch die Gesellschaft in Brasilien wider? Ist sie also gespalten? Ganz klar, wir sehen das hier allein schon an der Frage, wer wo gewinnt. Bolsonaro liegt immer in Führung und auch wahrscheinlich heute wieder in den wohlhabenden Regionen und Provinzen Brasiliens, in dem sehr wohlhabenden Agrarbereich im Hinterland, aber auch im Süden, in den reicheren Bundesstaaten wie Sao Paulo, wie Santa Catarina oder Rio Grande do Sul. Dort wird er wahrscheinlich eine Mehrheit bekommen. Lula dagegen in den ärmeren Bundesstaaten, im armen Nordosten und in manchen anderen Regionen im Amazonas. Das heißt, hier ist auch ganz klar eine Wahl der Bevölkerungsschichten. Die wohlhabenderen Menschen in Brasilien stehen hinter Bolsonaro und eben häufig die Ärmeren hinter Lula und hoffen dadurch auch eine Verbesserung ihrer jeweiligen Situation. Wie ist denn abgesehen davon Bolsonaros Bilanz nach bald 4 Jahren Amtszeit? Ja, ganz klar, die Amazonas-Abholzung ist wieder angestiegen, nachdem sie ja über viele Jahre heruntergebracht wurde auf ein niedriges Niveau, ist sie jetzt angestiegen. Das ist eine Bilanz, und ja, was viele auch ihm anrechnen und negativ anrechnen, ist die Corona-Politik, wo er viel zu spät oder später als andere Länder, zumindest 3, 4 Monate später als Chile, eines der Länder der Region, Impfstoffe gekauft hat. Das heißt, er hätte dort früher die Menschen impfen lassen können, sagen viele Kritiker, und darüber hinaus sind auch die Krankenhäuser in manchen Regionen teilweise 2-mal kollabiert. Auf der anderen Seite sagt die Wirtschaft, dass die Corona-Hilfen für Betriebe und für die Bevölkerung während seiner Amtszeit positiv waren. Das habe geholfen, jetzt in diesem Jahr wieder ein Wirtschaftswachstum zu erreichen. Und auf der anderen Seite verfolgt er eine wirtschaftsliberale Agenda, weswegen sich viele Menschen abgehängt fühlen, vor allem auch, weil Bolsonaro die Mittel für Bildung massiv gekürzt hat. Matthias Ebert, vielen Dank für diese Einschätzung aus Sao Paulo.